Läuft. Okay. Januar. Januar. Ja, wir müssen. Sorry, wir haben nicht sehr viel Zeit, weil unsere Batterie ist irgendwie nicht so. Also vom. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Diesmal zum Januar-Unboxing im Jahr 2022. Camcorder. Was ist damit? Das war das Wort, was du vorhin noch nicht gesagt hast. Ja, Das fehlte noch. die Batterie des Camcorders ist irgendwie komisch. So, wir haben wieder eine große Box. Uiuiui, ich sehe schon, ich sehe schon. Nice. Eine Moneybank ist das Ach. Sparbüchse. Ist das. Ja, das ist noch ein alter, weil hier Kylo Ren drauf ist, aber das ist nicht First Order, das ist noch ein alter, Imperiale. ja, imperialer Sturmtruppler. Hätte auch gegeben Vader und R2. Ja, nee, ist ganz nice. Juhu. Oh, mal wieder eine Captain. Dann wenn das hat lange keine mehr. Die letzte war, glaube ich, Hyrule. Eine davon, ja. Star Wars. Ich erkenne ein Thema. Nee. Zu kleiner Kopf. Ist das schon Maximalgröße eingestellt? Nee. Ah, okay. Ja gut, Kopftuch hilft auch nicht zwangsläufig. Ja. Wobei ich hatte auch mal eine Zeit lang Kopftuch für einen Hut, dass der nicht rutscht. Nee. Nee, nee, lass sein, Nando. Nando, lass sein, das sieht nicht gut aus. Die wirkt für dich ein bisschen lütt. Die ist mir tatsächlich ein bisschen lütt hier. Aber das macht nichts, ist trotzdem schön. Jo. Ah. Dann haben wir das Schild. Dann haben wir Dinge links. Oh. Passierschein 38? Ja, aber das ist die aktualisierte Fassung nach dem neuen Rundschreiben B LXIV64. Das ist gut, weil da oben haben wir noch den alten. Oh, komm man dann. Das ist lustig. Nice. Noch, was haben wir denn hier? Werebeasts. Social Deduction Collection Game. What the frick? Ist das? Collecting Werebees is illegal if you get caught. Moment, ist das eine Art Werwolf, nur anders? Nie. Das scheint. Gold Cards, Auction Cards. Auf jeden Fall sind hier schon mal so Beispiele, so die Wear Nana, Wear Kitten. Special Rules für 3 bis 4 Spieler. Ah, okay, ist also tatsächlich für größere Runden. Ja, das. Normal 5 bis 10. Krass. Jojo. Aber nice. Vielleicht was für einen Verein. Ja. So, was haben wir hier? Eine Rolle. Ein Poster oder so? irgendwas mit Cthulhu, auf jeden Fall. Das kann ich schon sehen.
Nicht, dass er was gegen Einzelwelten ist, aber da ist erstaunlich viel mit Cthulhu in den Boxen immer. Ja. Nice. Aber ich glaube, da ist mir eine runtergefallen. Da ist noch was. Oha. Nee, das ist einfach nur das, die Innenseite. Na, das ist nice. In der Tat. Vor allen Dingen mal wieder erfrischend kreativ. Jo. Vor allem, wir waren ja eh nochmal auf der Suche nach so schlanken Postern quasi. Stimmt, ja. Weil die Wände auch hier neu dekoriert werden wollen. Deswegen Kulturposter. Sehr schön. Kann nicht schaden, ja. Voices told me to burn things. Habe ich, glaube ich, schon mal als T-Shirt. Ja, irgendwie sowas in der Art. Ja, das ist ein sehr schönes Motiv und zwar wieder so ein Metall. Da haben wir inzwischen auch einige. Ja. Ja, die Tränke und Drachen und. Meine Güte. Ah. Wieder eine Kurzgeschichte? Nee. Eine Langgeschichte. Deutsche Regeln. Ah. Zu dem Spiel. Ah. Ja, doch, tatsächlich. Es sieht so ähnlich aus wie Werwolf. Man sitzt zusammen und dann schaut man. Sag ich doch. Ja. Glaub du mir wieder nicht. Nee, ja. Was sind dies? Frische Primzahlen zum Mitnehmen. Zum Aushängen. So als Gag. LOL. Jo. Why not? Das war wieder so ein Mathe-Humor. Der nicht der meine ist, muss ich dazu sagen. Aber eine gute Primzahl wirst du doch trotzdem appreciaten können. Ich gehe schon mal los. Ist 1 eine Primzahl? Man sagt mir nein. Aber man kann sie nur durch 1 und sich selber teilen. Also müsste es doch stimmen. Weißt du, das sind Mathematiker. Die bauen Regeln ein, dass sie sie im allerersten zu überprüfenden Fall schon über Bord werfen können. Ja, weil was willst du über Bord werfen, wenn du nichts hast? Ja, wirklich so. Okay, so. Lass mal, weil wir sonst nichts zu tun haben, besondere Zahlen auszeichnen. Okay, Kriterium, sie dürfen nur durch sich selber und 1 teilbar sein. Okay, prüfen wir mal. Was ist denn die erste Zahl, die wir haben? 1. Würde passen, aber die schon mal nicht. Ja, weil die ja nicht durch sich selber und 1, sondern die ist ja nur durch sich selber teilbar. Versuch's bitte nicht schön zu reden, das ist einfach. So, Twizzlers! Oha, das ist doch auch was. Ah, die Dinger. Rote Lakritzstangen. Ja, ja, ja. Die sieht man öfter mal in so amerikanischen Shows, da in so ganzen pottigen, so riesengroß. Und ein Sticker. Noch mehr Mathe-Humor. Es ging so gut los mit Star Wars. Das Volumen einer Pizza kann man mit der Formel Pizza, also Pi mal Z mal Z mal A. Leute. Archer Convention. Ach, ah, jetzt. Eloy. Merida. Neytiri. Dann ein nicht näher bezeichneter englischer Adelsmann. Ganz bestimmt nicht Robin Hood. Green Arrow. Und Legolas. Der Legolas, genau.
der Legolas. Was tust du? Mein Bruder an der Enthaar. Das ist off camera, deswegen dachte ich, das sieht keiner. Aber das fiel mir auf, dass du ja. Also. Ja, ja, ich guck nach da. Ich sehe das schon. Ja, aber ein Profi ignoriert, was hinter der Kamera passiert. Nein. Doch viel lustiger, die vierte Wand zu durchbrechen. Eine von zwei Star Wars Spardosen. Hä? Du hast gesagt, da können drei sein. Und jetzt dachte ich mir, das von zwei. Ja, also hier steht, dass noch zwei andere da sind, aber hier drin wäre noch als Alternative ein Dingenshelm. Als Spardose? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Höchstens wieder Boba. Also, hier beginnen die Spar Wars. Mit diesen Spardosen und Star Wars Design, ich meine, es bietet sich halt ultra an. Wird der Münzgeld für einen guten Lease-Nerding-Zweck aufbewahrt? Egal ob Pilotenheim oder Stormtrooper, deine neue SW-Spardose erinnert dich daran, dass du gegen die dunklen Seite, also deinen inneren Schweinehund, kämpfen musst und die Spardose nicht vorzeitig plündern darfst. Der neue Schweinehund. Der neue. T-Shirt-Bogen 24,95. T-Shirt-Bogenschützen-Battle. Ein Nasi. Sie sind die Besten auf ihrem Gebiet und sie kommen auf diesem Crossover-Shirt zusammen, um sich im freundschaftlichen Wettkampf zu messen. Legolas aus Herr der Ringe, Green Arrow, Robin Hood in Fuchsgestalt, Neytiri aus Avatar, Merida aus dem gleichnamigen Disney-Film und natürlich Eloy aus Horizon Zero Dawn. Letzteres ist allerdings etwas übermütig geworden und hat ihr Arsenal voll ausgeschöpft. Ja, wegen Eispfeil und Feuerpfeil und kaputt. Ja, gut. 18,95, wie immer das Shirt halt. Ja. Geronimo Röder ist leider nicht dabei, weil er hat keine Pfeile gefunden. Blechschild, Voices told me to burn things. Dieses Feuer-Pokémon sollte man lieber nicht aus den Augen lassen, denn Glumanda hört Stimmen. Stimmen, die ihm sagen, dass etwas verbrennen soll. Doch solange die kleine Echse nur auf einem neuen Blechschild vor sich hin lodert, sind dein Haus und deine Sachen hoffentlich außer Gefahr. 14,95. Star Wars Mütze, klassisches Merch für einen Klassiker des Sci-Fi-Kinos. Diese einfache, aber praktische Mütze trägt, wie du unschwer erkennen kannst, das Star Wars-Logo. Sie sieht gut aus, passt zu allem und weist sich eindeutig als Star Wars-Fan aus. Und selbst für Mützenverweigerer passt die Cap gut ins Star Wars-Sammelregal. 7,95. Wirkt auch wie etwas, was beim ersten Screening für Original Star Wars getragen wurde. Ja. Spätestens beim zweiten Film. Ja, auf jeden Fall. So noch das simple Merch. Also ohne Mütze und darunter lange Haare und so weiter. Passt bestimmt auch. Kartenspiel Were Beasts. In diesem spannenden Kartenspiel musst du bizarre Biester sammeln, ohne dass jemand dahinter kommt, welche genau. Was? Musst du bizarre Biester sammeln, ohne dass jemand dahinter kommt, welche genau? Ja. Also welche du sammelst? Ja. Okay. Du kannst mit anderen Spielerinnen handeln oder jemand verdächtigen. Wer am Ende die meisten Karten hat und nicht aufgeflogen ist, hat auch gewonnen. Wir haben aber auch eine deutsche Anleitung beigelegt, damit du alles nochmal in Ruhe nachlesen kannst. 9,95. Mich würde jetzt nur interessieren, was es mit den Dosen da auf sich hat. Auf der... Keine Ahnung. Cthulhu-Poster. Wenn du noch keine Angst vor dem Meer hast, dann hast du es spätestens jetzt. Dieses Poster ist angelehnt an das berühmte Filmposter zu Der Weiße Hai, doch statt eines scharfzähnigen Tiers lauert etwas noch viel Schlimmeres in der Tiefe. Cthulhu, die monströse Gottheit aus H.P. Lovecrafts Horrorgeschichten. 4,95.
Discount. Abreißzettel für Prinz H. Ja, habe ich gerade Abreißzettel abgerissen. Super, da. So. Das Guide. Naja. Du bist umgeben von langweiligen zusammengesetzten Zahlen. Deinem Leben fehlt der Kick der Unteilbarkeit und du sehnst dich nach einer schönen 113 oder einer frischen 99.961. Dann schafft der Abreißzettel für Primzahlen schnell Abhilfe zum Aufhängen in der eigenen Wohnung oder auch draußen Primzahlen für alle. Was machst du denn? Ich versuche was zusammenzuräumen mit nur einer Hand. Das ist nett. Ja, dann haben wir hier noch, also steht kein Preis dabei. Da haben wir hier noch Twizzlers, da steht sowieso nichts dabei. Dann haben wir hier noch den Pizzazettel. Pizzazettel. Teenage Mutant Pizzazettel. Das absolute Lieblingsnahrungsmittel der meisten Nerds schmeckt nicht nur super, sondern steckt auch voller mathematischer Schönheit. Das Volumen einer Pizza ergibt sich aus Pi mal Z mal Z mal A, wobei Z der Radius und A die Teigdicke sind. Auf jeden Fall ist es ja kein Zufall, dass Pizza Pi enthält und ihren ursprünglichen und perfekten Formkreis rund ist. Ja. Genau, und dann haben wir noch diesen schönen Passierschein A38. Umschlag, denke ich. Ja. Genau. So, das nächste Upgrade. Nein, das Upgrade wäre Cyberpunk gewesen. Ah, ja. Und wie wir schon richtig vermutet haben, hat zwei Figuren: Johnny Silverhand und ich glaube, das ist der eine Begleiter, den man da dabei hat. Ja, ja. Wenn mich nicht alles täuscht. Nächstes Upgrade wäre Game of Thrones. Ja, nee, danke. Nee. Der geht dann, hm? Tausche deinen Hut. Den Tausch-Thread in der Digital Facebook Community. Oh. Da haben andere auch das Problem, überschüssigen Kram. Wenn das tatsächlich... Nee, ich meine, man kann es einfach nicht allen recht machen. Ja. Ich sehe hier gerade neu im Shop Harry Potter Haus Trinkgefäße. Sind jetzt zwar nur Gryffindor und Slytherin abgebildet. Also genau die zwei, die wir nicht so brauchen. Ja. Aber... Wenn es so ein richtig... Aber die scheinen geil, also mit Metall und alles. Also wenn ihr einen Hufflepuff und Ravenclaw auch habt, dann... Dann sind wir eher dabei. Sind wir eher dabei. Was haben wir? Witzehammer. Hammer? Hammer. Das Ips-Witzebuch. Also noch läuft sowas, es wäre witzig, wenn bei den Witzen der Akku leer ginge. Ist er schon auf dem letzten Strich? Ja. Mist. Dann mach mal ganz kurz Pause, nicht damit das ganze Ding gelöscht ist. Okay. Ja, hab wieder angemacht. Bin wieder da. So. Gut. Seite 99. Kurz vor der Landung auf dem Mond setzt ein wichtiger Computer in der Mondfähre aus. Der Kommandant ruft entsetzt: Ach du lieber Gott! Da tönt eine Stimme. Ja, was ist? Okay. Weißt du eigentlich, warum in einem Hubschrauber meistens zwei Leute sitzen? Na klar, der eine hupt, der andere schraubt. Und was mit dem Bär? Hubschraubbär. Ein Angler sitzt an einem Privatteich. Nach Stunden fängt er endlich einen Fisch und schlägt ihn auf der Stelle tot. Da stürzt der wütende Teichbesitzer heran und brüllt: Warum schlagen Sie meinen Fisch tot? Der Angler, absolute Notwehr, er hat meinen Regenwurm gebissen. Argument? Aber ich würde halt nicht in Teichen von anderen angeln gehen. Naja. Ein Irrer sitzt vor einer Waschmaschine und starrt ins Guckloch. Kommt ein anderer Irrer vorbei? Ist das schon das Länderspiel Deutschland-Argentinien?
Nein, das kommt später. Jetzt zeigen sie gerade, wie die Trikots der Spieler gewaschen werden. Der Wagen, der an der Tankstelle vorfährt, ist sehr zerbeult, sagt der Fahrer. Waschen bitte, meint der Tankwart. Bügeln auch? Besser ist das. Ich glaube, wir brauchen mal ein neues Bezug. Ja. Interessante Mischung. Gefällt mir. Ja. Ansonsten, ja, das Cthulhu gefällt mir auch. Und das Blabby ist cool für mehrere Leute und so. Also ist mal wieder eine schöne Box insgesamt. Dann sehen wir uns im Februar wieder. Nein. Wir sehen uns das nächste Mal mit der Februar-Box wieder. Wann wir sie sehen, wann ihr das Video seht, sowieso euch überlassen, weil das ist Video on Demand. Also wenn ihr es demandet und es schon on ist, dann könnt ihr das auch sehen, egal wann. So. Boah, zum Sonntag, am Samstag. Ja. Lasst uns beten. Aufs Maul. Hallo, ich bin's nochmal. Bürokratie in Action. Mein toller Passierschein A38 Schutz-Pappschuber. Also, wir haben ja schon einen Passierschein A38 mal gehabt. Der geht halt um 3 mm, ist ja zu groß. Jetzt war schieße. Ja. Was? Immer noch cool. Das macht's eigentlich viel geiler. Will ich ausmachen? Jetzt kannst du ausmachen. Dann mach ich aus. Jetzt komm.